Moin meine lieben Freunde und damit herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Video hier auf meinem Kanal. Und heute möchte ich euch ganz gerne einen wirklich sehr, sehr guten App-Player vorstellen, womit ihr eure Handyspiele auch am PC spielen könnt. Finde ich ein wirklich richtig, richtig gutes Programm, was ich nur wirklich weiterempfehlen kann. Deswegen mache ich das Video auch. Und ich würde sagen, wir fangen dann auch einfach mal direkt an und sehen uns gleich nach dem Intro. Als allererstes müsst ihr natürlich das Programm downloaden und dazu geht ihr einfach mal unten in die Videobeschreibung rein und geht auf den Link und dann einfach ganz normal, ich glaube bei Ship Download ist das, da downloadet ihr euch dann das Programm und installiert das Ganze dann auf euren Rechner. Wenn ihr das gemacht habt, müsst ihr euch eigentlich nur noch mit eurem Google-Account verbinden. Da wird dann auch schon am Anfang gefragt, ob ihr bereits einen Account habt oder ob ihr eins erstellen wollt. Also da müsst ihr dann selber mal gucken, aber ich denke mal, die meisten werden einen Google-Account schon haben, das dann einfach verbinden und anmelden und dann passt das eigentlich. Ich zeige euch das Ganze jetzt aus einem guten Grund nicht, denn ich finde, das wäre Zeitverschwendung jetzt für dieses Video, weil es gibt hier wesentlich wichtigere Sachen zu zeigen und zu erklären, wo viele vielleicht ein bisschen ins Straucheln kommen. Deswegen möchte ich das, wie man das Ganze downloadet, wie man das installiert, einfach weglassen. Wenn ihr das jetzt alles so gemacht habt, dann müsste das jetzt so ähnlich aussehen wie bei mir. Ich habe jetzt hier zum Beispiel schon mal eine App runtergeladen. Ihr seht schon hier King of Seas. Dazu müsst ihr eigentlich nur auf den Play Store gehen, dann hier auf die Suche, dann hier King of Seas. Dann geht ihr auf das Spiel drauf und dann einfach, ja, da müsst ihr dann jetzt installieren stehen. Ich gehe mal kurz zurück. Haben wir vielleicht auch noch einen anderen Vorschlag? King of Seas 2. Ja, genau. Gehen wir jetzt einfach mal Cut the Rope 2 oder so drauf und dann steht da jetzt hier installieren. Also es ist genauso wie am Handy auch. Also es ist wirklich easy. Ich denke mal, das müsste eigentlich jeder hinkriegen. Wollte ich jetzt nur mal ganz kurz zeigen, falls es der ein oder andere von euch doch nicht weiß. Also wirklich genau wie am Handy auch. Da müsst ihr auch nur auf den Play Store gehen, dann installiert ihr euch das Programm, was ihr haben wollt und dann passt das. Also ist wirklich nicht schwierig. Als nächstes wollte ich euch jetzt ganz gerne noch zeigen, dass ihr auch die Sprache umändern könnt, weil ich hatte am Anfang echt große Schwierigkeiten, denn am Anfang war alles auf Englisch und ich kann nicht Englisch, deswegen musste ich dann erstmal gucken, wie ich die Sprache ändern kann und dazu geht ihr hier oben auf das Rad drauf, auf Systemeinstellungen und dann habt ihr jetzt hier schon zur Auswahl hier Sprache, da geht ihr dann drauf und dann könnt ihr euch jetzt einfach eine Sprache auswählen, also die Sprache, die ihr dann wollt, in meinem Fall ist es natürlich Deutsch, wir bleiben jetzt auch bei Deutsch und dann auf Einstellung speichern. Je länger ihr euch natürlich mit diesem Programm beschäftigt, umso besser geht es natürlich, beziehungsweise umso besser kommt ihr damit klar, das ist aber denke ich logisch. Also ist es wirklich richtig leicht zum Bedienen da, bei BlueStacks fand ich bei manchen Sachen das wirklich echt nicht so geil. Hier habe ich eigentlich keinen Fakt, den ich irgendwie negativ ansehen kann. Also das ist alles wirklich richtig, richtig gut. Hier rechts habt ihr noch echt viele Einstellungen. Zum Beispiel könnt ihr hier auch noch eine Videoaufzeichnung machen. Ich glaube, das ging bei BlueStacks nicht. Also ein Top-Programm. Genau, ich kann mal ganz kurz hier drauf gehen. Und dann könnt ihr auch noch sehen, Speicherpfad des Videos. Also da könnt ihr dann auswählen, wo das Ganze dann abgespeichert werden soll. Hier habt ihr dann noch die Einstellung. Da könnt ihr dann euer Mikrofon noch auswählen. Also alles wirklich relativ easy. Fuchst euch da ein bisschen rein und dann passt das eigentlich alles. Die Grafik allein ist auch mega gut. Können wir jetzt auch einfach mal machen. Ich mache davor jetzt erstmal hier Vollbild an. Hier Vollbild aktivieren. Ihr könnt natürlich auch Lautstärke noch erhöhen, Lautstärke reduzieren. Also wirklich, Screenshot auch. Hier gibt es wirklich alles. Das ist wirklich mega, mega nice, das Programm. Kann ich wirklich nur jedem empfehlen. Ist nach meiner Meinung momentan das beste Programm, also der beste App-Player. Genau, ich habe noch gar nicht gesagt, wie der App-Player heißt. Und zwar nennt sich dieser App-Player Nox. Ich denke mal, ihr habt es aber jetzt auch schon beim Installieren bzw. beim Downloaden gesehen. Ja, wirklich ein prima Programm. Hier oben links steht es auch schon. Ich würde sagen, wir gehen jetzt erstmal auf King of Seas drauf, um euch auch einfach nochmal von der Qualität zu überzeugen. Dazu gehe ich jetzt erstmal ganz kurz, mache ich mal Vollbild an und dann gehen wir auf King of Seas. Da seht ihr jetzt nämlich echt einen riesen, riesengroßen Unterschied, finde ich jedenfalls. Also, keine Ahnung, ich finde das Programm einfach mega nice. Von der Qualität ist es auch wirklich richtig, richtig nice. Die Farben sind jetzt hier, ihr seht's, die Farben sind sehr viel mehr kräftiger als bei BlueStacks. Also das finde ich halt wirklich richtig, richtig nice. Ich freue mich auch wirklich schon drauf, endlich dann zu streamen, wenn ich jetzt hier oben
hingehe mit dem Zeiger oder so, verschiebt sich da auch nichts. Also das ist alles wirklich richtig nice. Es stockt auch nicht, also es leckt auch nicht. Das Programm ist mega gut. Wenn ihr möchtet, könnt ihr natürlich das Video auch gerne teilen bzw. euren Freunden weitererzählen. Vielleicht haben sich da viele Freunde von euch auch schon gefragt, Mensch, was gibt's denn für Programme, dass ich einfach mal auf dem PC Handyspiele zocken kann. Jetzt wisst ihr es. Ja, das soll es jetzt mit diesem Video gewesen sein. Falls ihr jetzt mehr solche Videos wollt und ich euch irgendwie mehr Programme oder so vorstellen soll, könnt ihr das gerne in die Kommentare schreiben. Ihr könnt mir gerne auch Vorschläge in die Kommentare schreiben, was ich als nächstes mal bringen soll. Ja, ich danke auf jeden Fall euch fürs Dabeisein wieder und dann sehen wir uns einfach im nächsten Video. Bis dahin, macht's gut. Tschüss.